Um 9 Uhr kommt heute Morgen der Bundestag in Berlin zusammen. Zuvor tagten die Bundestagsfraktionen von CDU, SPD und Grüne. Alles Weitere von meinem Kollegen Gerd-Joachim von Fallower, der für uns vor Ort ist in Berlin. Ja, schönen guten Morgen. Die AfD tagt auch. Das muss noch ergänzt werden. Warum? Das Kurzarbeitergeld soll heute in erster, zweiter und dritter Lesung durchgebracht werden. Ich glaube, ich bin 30 Jahre jetzt Korrespondent im Deutschen Bundestag. Das habe ich noch nicht erlebt. Man drückt auf die Zeit. Dahinter steckt natürlich auch die Sorge, dass der oberste Gesetzgeber nicht mehr handlungsfähig ist. Der Deutsche Bundestag, den ersten Abgeordneten, hat es ja schon erwischt mit Corona. Ein Abgeordneter der FDP. Und es gibt weitere Fälle im Umkreis des Deutschen Bundestages, was ja nicht verwunderlich ist. Hier laufen 6.000 bis 8.000 Menschen am Tag zusammen. Die Besuchergruppen dürfen ab kommender Woche spätestens hier nicht mehr rein. Und die Frage, ob die übernächste Woche die normale Sitzungswoche stattfindet, die kann heute noch keiner beantworten. Deswegen, weil diese Hilfen für die Wirtschaft dringend notwendig sind, hat man gesagt, heute ziehen wir alles durch. Das Charmante ist, heute ist auch noch der Bundesrat. Der könnte dann das Kurzarbeitergeld ebenfalls gleich absegnen. Und wir schauen einmal hier in das Foyer des Deutschen Bundestages. Auch das mehr als ungewöhnlich. Heute gibt es Verlängerungen verschiedener Bundeswehrmandate. Dort sehen Sie vielleicht die Urnen, die hier im Foyer aufgebaut sind, in einem großen Abstand. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Hier gibt es namentliche Abstimmungen. Die 2 Stunden haben die Abgeordneten Zeit, ihre Karten dort einzuwerfen, damit eben sie sich nicht ballen vor diesen Urnen und sich gegenseitig anstecken. Das steckt dahinter. Gestern gab es Verlängerungen von Bundeswehrmandaten. Da wurde mit Handaufheben abgestimmt und nicht namentlich. Die Logik dahinter verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich frage vielleicht mal zwei, die freundlicherweise aus ihren Fraktionssitzungen schon herausgekommen sind. Das zum einen Carsten Linnemann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU und Klaus Ernst, der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Herr Linnemann, ganz schnell nochmal. Also, haben Sie sowas schon mal erlebt, dass man erste, zweite, dritte Lesung an einem Tag macht? Und warum macht man das eigentlich so schnell? Ursprünglich wollte man ja den 3. April dafür nehmen. Hat man am Dienstag, als das im Kabinett verabschiedet wurde, gepennt? Man hätte ja die erste Lesung auch am Mittwoch machen können und die zweite, dritte, was häufig der Fall ist, dann am Freitag. Das hätte man. Entscheidend ist, dass es schnell kommt. Aber zu Ihrer Frage, das habe ich noch nie erlebt. Im Gegenteil, damals habe ich mich immer aufgeregt bei den Griechenlandhilfen, dass das so schnell passierte und die Abgeordneten gar keine Chance hatten, überhaupt die Unterlagen zu sichten. Heute kann es nicht schnell genug gehen und ich habe so eine Situation noch nie erlebt. Ich bekomme im Minutentakt fast SMS von Mittelständlern aus ganz Deutschland, die hochgradig verunsichert sind und die brauchen jetzt ein bisschen Planungssicherheit und das geben wir jetzt mit dem Kurzarbeitergeld. Herr Ernst, Sie sind die Opposition. Haben Sie Verständnis für diese Maßnahmen und werden Sie nachher mitstimmen? Wir sind ausdrücklich sogar dafür, für diese Maßnahmen und haben natürlich Verständnis dafür. Ich habe so eine Situation auch noch nicht erlebt. Ich habe allerdings erlebt, dass wir damals bei den Rettungspaketen 800 Milliarden Euro freigegeben haben in einer Woche. Das war auch schon extrem, um das Finanzsystem zu stabilisieren. Wir brauchen für den Bundeshaushalt viel, viel länger. Der ist viel geringer als die 800 Milliarden. Also wir haben schon mal gravierende Situationen gehabt, die haben wir auch gemeistert. Und ich hoffe, dass wir das auch meistern, was hier auf uns zukommt. Wir haben ja bemerkenswerte Tage. Es überschlägt sich alles, auch wenn man zum Beispiel der Bundeskanzlerin oder dem Finanzminister gestern Abend zugehört hat in den verschiedenen Statements und Sendungen. Dann ist man doch überrascht. Geld spielt keine Rolex. Wir müssen einen neuen Rettungsschirm spannen, sagt der Bundesfinanzminister. Geld ist da, sagt Markus Söder. Wir werden das Äußerste tun, was notwendig ist. Von welcher Größenordnung reden wir denn? Also wenn Sie mich fragen, von einer Größenordnung im dreistelligen Milliardenbereich. Wir werden Bürgschaften zur Verfügung stellen für den Mittelstand. Das sind kerngesunde Unternehmen, die durch Corona jetzt unter die Räder kommen. Wenn wir das zulassen, dass das passiert, dann wird es den Mittelstand in Zukunft in Deutschland nicht mehr geben. Die Welt von morgen wird eine andere sein als heute. Und deshalb ist es richtig, wie die Kanzlerin, wie Markus Söder, wie die Fraktion, wie wir fast parteiübergreifend reagieren. Das muss jetzt nur schnell passieren. Ansonsten ist unser Wohlstand nachhaltig gefährdet. Herr Ernst, es kann einem ja Angst und Bange werden, wenn man nach Italien guckt, alle Geschäfte zu. Man fragt sich, was wird aus den Arbeitsplätzen? Kann die Politik eine Garantie abgeben, dass der Schaden möglichst gering ist in Deutschland? Denn keiner weiß auch, wie lange das dauert. Eine Garantie können wir nicht abgeben, aber wir können alles tun, dass es vernünftig abgewickelt wird. Was heißt abwickeln in dem Fall? Kurzarbeit. Wir wollen gemeinsam möglichst rasch die Regelungen für Kurzarbeit erleichtern, dass jetzt in dieser Situation die Unternehmen,
die keine Aufträge mehr haben, weil sie keine Abnehmer für diese Aufträge finden, dass die schnell über Kurzarbeit Hilfe bekommen. Wir sind nicht ganz mit einverstanden mit dem, wie Sie es im Detail regeln. Wir hätten uns vorstellen können, wenn Sie schon eine Regelung machen, dass die Arbeitgeber auch die Sozialbeiträge erstattet kriegen, dass man dann auch eine Regelung macht, dass die Arbeitnehmer aufgestockt werden beim Kurzarbeitergeld. Sie haben ja riesen Einbußen. Das Kurzarbeitergeld ist ja unter 70%. Also wenn man dann aufgestockt hätte auf 90, wäre das auch eine Maßnahme gewesen, die stabilisierend auf die Konjunktur einwirkt. Da haben wir uns nicht durchsetzen können in diesen Gesprächen, die geführt wurden. Wir werden trotzdem zustimmen, diesem Kurzarbeitergeld, weil sie tatsächlich eine kurzfristige, schnelle Hilfe für die Unternehmen und auch die Beschäftigten ist. Aber 60% Lohn nur, da sagen jetzt die Gewerkschaften, da müssen auch Lohnzuschüsse zu. Wir müssen die Kirche jetzt mal im Dorf lassen. Also wir reden hier über Milliardenprogramme. Die Anmeldung, das, was ich höre von der Bundesagentur hinter vorgehaltener Hand, da reden wir über hohe Milliardenbeträge bereits jetzt bei den Anmeldungen. Überlegen Sie mal bei den großen Unternehmen, Lufthansa und andere, aber auch der gesamte Mittelstand ist entweder direkt Messebau, Tourismus, Tagungshotels oder indirekt betroffen. Es geht jetzt bis in den Handel hinein. Der stationäre Handel ist mit voller Wucht getroffen. Das heißt mit anderen Worten, lass uns jetzt mal wirklich dieses Paket machen. Wir reden da auch über einen zweistelligen Milliardenbetrag. Entscheidend ist, dass die Menschen jetzt das Gefühl haben, wir haben ein Ziel, wir haben einen Plan. Wir helfen. Und das ist jetzt so eine Situation. Und nochmal, wenn wir im Kern gesunde Unternehmen jetzt nicht stützen, da rede ich über ganz normale deutsche Maschinenbauer, die auf Teile warten aus China oder Italien, dann wird es die in Zukunft nicht mehr geben. Und deshalb brauchen wir hier jetzt die Unterstützung. Und so wie ich das einschätze, hat sowohl das Kanzleramt, die Regierung, aber auch die meisten Fraktionen dies erkannt. Der Finanzminister und der Wirtschaftsminister gehen nachher um 12.30 Uhr vor die Presse und wollen Liquiditätshilfen noch verkünden. Wir werden das bei Phoenix Live übertragen. Was erwarten Sie da an Größenordnung? Ja, ich möchte noch mal auf das Argument eingehen von Herrn Lindemann. Wir haben zwei unterschiedliche Betroffenheiten bei den Unternehmen. Wir haben die Unternehmen, die tatsächlich das Geschäft, das sie jetzt verlieren, nie mehr nachholen. Also wenn einer jetzt nicht mehr ins Restaurant geht, dann nutzt das nichts, wenn man sagt, er kann ja später dann zweimal am Tag ins Restaurant gehen. Das wird nicht passieren. Da braucht man Hilfen, die auch auf Dauer sein wird. Wir haben auf der anderen Seite Unternehmen, die werden, wenn die Lage wieder normal läuft, vieles von dem, was sie jetzt verlieren, nachholen können. Ich habe das mal erlebt, dass wir lange gestreikt haben. Dort ist sehr schnell ein Nachholeffekt dann aufgetreten, sodass sehr viel von dem, was ausgefallen ist, wieder nachgeholt wird. Das muss man unterscheiden. Wir brauchen also einmal Hilfen, die tatsächlich auf Dauer gewährt werden, die möglicherweise auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Und wir haben auf der anderen Seite Unternehmen, die brauchen Hilfe, wie Sie sagten, beim Maschinenbau zum Beispiel, wo Aufträge wegbrechen, die man bei Kurzarbeit oder Liquiditätshilfen ausgleichen kann. Das sind die zwei unterschiedlichen Richtungen, in die man gehen muss. Was nicht geht, ist, dass jetzt Unternehmen teilweise sagen, wir benutzen diese Krise, um das zu kriegen, was wir immer schon wollten. Also dauerhafte Steuersenkungen oder Ähnliches. Ne? Da sind wir dann der Meinung, dass das nicht laufen kann. Verschiedene Probleme, nicht mit der Gießkanne. Wie wollen Sie das Problem lösen? Also erstmal, die Linke fordert ja zum Teil, dass man beispielsweise die Mehrwertsteuer senkt. Das bringt nichts. Also da hat Herr Ernst eigentlich das Argument gebracht, wenn ich jetzt nicht in die Stadt gehe und kaufe die Jeans nicht, dann kaufe ich nicht im September zwei Jeans. Oder wenn ich jetzt nicht ins Kino gehe, gehe ich nicht zweimal im September ins Kino, nur weil jetzt die Mehrwertsteuer günstiger ist, sondern es braucht Liquidität. Da reden wir erstens über Kurzarbeitergeld, das wird heute entschieden. Wir reden zweitens über Stundung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, das muss kommen. Und drittens Bürgschaften von den Landesbürgschaftsbanken, aber auch von der KfW. Das haben wir bereits 2008, 2009 positiv getestet, wenn man denn so will. Das funktioniert und das sollte man jetzt als dritten Punkt machen. Und wenn ich das noch sagen darf, was mir wirklich wichtig ist, bei der Arbeitszeit. Herr Ernst, da gehen Sie ja immer auf die Barrikaden, wenn wir sagen, wir müssen das modernisieren. Nicht ausweiten, die Arbeitszeit, ja, aber flexibilisieren, das muss jetzt kommen. Gleichzeitig auch Telearbeit, da können wir jetzt nicht diskutieren, ob die Schreibtischhöhe 1,20 Meter oder 1,30 Meter sein muss, sondern da muss man jetzt einfach mal auf die Eigenverantwortung des Einzelnen zählen, dass wir alt genug sind, in dieser Situation von zu Hause aus zu arbeiten und eigenverantwortlich dann auch den Rahmen schaffen. Da sollten wir jetzt nicht mehr diskutieren. Da wäre ich mal gespannt, was Herr Ernst dazu sagt. Ja, die Arbeitnehmer haben sicherlich Verständnis dafür, wenn solche Vorschriften vielleicht kurzfristig mal außer Kraft gesetzt werden, oder? Also das ist ja gar kein Problem, wie hoch der Schreibtisch ist. Das wird auch kaum überprüfbar sein. Aber wo wir wirklich unterschiedlicher Meinung sind, das ist zum Beispiel die Arbeitszeit. Herr Lindemann,
Sie kennen sich doch auch aus in der Industrie. Sie wissen, wir haben so flexible Regelungen, was die Arbeitszeit angeht. Sie noch weiter zu flexibilisieren, würde bedeuten, dass wir die Grenzen der täglichen Arbeitszeit über 10 Stunden ausdehnen oder ähnliches. Das ist mit uns nicht zu machen, hat aber auch mit Corona nichts zu tun. Sondern jetzt brauchen wir tatsächlich das, was unmittelbar hilft. Wir brauchen tatsächlich das, was die Unternehmen jetzt nach vorne bringt und die Krise überwinden hilft. Aber ehe wir da jetzt im Detail weitermachen, Frage Selbstständige, kleine Selbstständige, die vielleicht nur als Familienbetrieb mit 2 Leuten arbeiten oder alleine, wie sollen die sich retten? Die brauchen sofort Bürgschaften, sofort Überbrückungskredite, weil das Geschäft ja komplett wegbricht. Ich treffe mich morgen im Wahlkreis mit Tagungshotels, Unternehmer, mit kleinen Veranstaltungstechnikern, die volle Pulle getroffen sind, um im Austausch zu erfahren, was brauchen sie wirklich. Aber es sind Überbrückungskredite, die wir jetzt großzügig gewähren müssen. Natürlich Trittbrettfahrer vermeiden. Kann nicht sein, dass jemand, der sowieso Probleme hat, jetzt unterstützt wird, sondern wir müssen uns konzentrieren auf die Unternehmen, die im Kern gesund sind und nur wegen Corona unter die Räder kommen. Ja, und wenn man jetzt mal sich die Krise anschaut, wir wissen nicht, wie lange sie dauert. Wir wissen aber, dass das Leben ziemlich zum Erliegen kommen wird. Die Frage ist ja, wie kurbelt man hinterher den Konsum wieder an? Wann trauen die Leute sich wieder raus? Wann machen die großen Geschäfte wieder auf? Das ist ja alles völlig unklar. Was schlagen Sie da vor? Ja, wir haben verschiedene Vorschläge gemacht. Einer ist zum Beispiel die Entlastung der Kommunen. Überschuldete Kommunen, die nicht in der Lage sind, die Planungsvoraussetzungen zu schaffen, dass das Geld, was ihnen auch vom Bund zur Verfügung gestellt wird, auszugeben, weil die Leute fehlen, weil das Geld dazu fehlt, die müssen entschuldet werden. Da sind wir voll der Auffassung auch des Finanzministers, der das ja auch möchte, dass wir diese Entschuldung der Kommunen vorantreiben müssen. Zweitens, wir brauchen unabhängig von Corona mehr Investitionen, mehr staatliche Investitionen in diesem Land in Verkehr, zum Beispiel in digitalen Ausbau. Der ist ja bei uns ein Drama. Also das würde dazu führen, dass auch private Investitionen angeregt werden. Diese privaten Investitionen so rüber anzuregen, ist sinnvoll, als mit der Gießkanne Steuern zu senken für die Unternehmen. Die werden nicht mehr ausgeben. Wenn sie genug Geld haben für Investitionen, werden sie mit Steuersenkungen nicht mehr ausgeben. Da brauchen wir Anreize, Investitionsprogramme, unabhängig von Corona. Hongkong geht einen interessanten Weg. Die haben Gutscheine ausgegeben, 1.500 Euro, damit der Konsum dann, wenn die Geschäfte wieder aufmachen, anspringt. Sehr ungewöhnliche Maßnahme. Wäre das was? Hongkong hat kein Sozialsystem, so wie wir das kennen. Die kennen kein Arbeitslosengeld 1. Deswegen müssen die direkt helfen. Wir machen das über Arbeitslosengeld 1 etc. Wir müssen natürlich, da bleibe ich bei, wir brauchen eine große Steuerreform. Das hört man lange. Ich bin auch der Meinung von Herrn Ernst, dass man jetzt nicht alles durchsetzen sollte und fordern sollte, was man immer schon gefordert hat, nur weil Corona da sind. Aber eine Steuerreform brauchen wir. Aber nochmal, ich würde aus der Not eine Tugend machen, jetzt viele Dinge ausprobieren, Flexibilisierung in vielen Bereichen, Genehmigungsverfahren, Planungsverfahren schneller machen. Das machen wir ja jetzt, auch zum Teil aufgrund von Corona. Und wenn wir nach Corona sehen, die Welt ist nicht zusammengebrochen, sondern das war gut, was wir gemacht haben, dann sollten wir das verstetigen. Das ist ja die Frage, zum Beispiel der Steuersatz. Markus Söder sagt, er muss runter für die Unternehmen, auch damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ist ein Horrorargument für einen Gewerkschaftler, aber wir haben ja ganz andere Zeiten heute. Wäre das nicht in der Tat eine Sache, dass man sagt, Soli sofort für alle weg ab Sommer? Die SPD fordert das für die 90%. Wenn man das dann auch für die anderen Personengesellschaften machen würde, könnte man Arbeitsplätze retten, sagt zumindest die Union. Ja, ein Vorziehen der Abschaffung des Solis, das wollten wir ja. Also es wollte auch die Linke. Nur für 90%, die Union ist ja anderer Meinung. Ich sage Ihnen auch warum. Weil die 10%, die keine Vergünstigung jetzt hätten, das sind die, die in den letzten 20 Jahren permanent Steuervergünstigungen hatten, die größer waren als die Steuervergünstigungen derer übrigen, ich sag mal, übrigen 90%, für die wir den Soli senken wollen. Deshalb ist ein besonderes Absenken für diese Gruppe nicht notwendig. Aber ich wollte nochmal darauf hinweisen, natürlich braucht man Nachfrage in diesem Land, auch bei den Beschäftigten. Deshalb wäre es auch sinnvoll, diesen Soli jetzt vorzuziehen, weil das ist ja dann tatsächlich das, was die anderen mit dem Hubschrauber ausgeben, das geben wir gezielt aus für die Abschaffung des Solis. Wäre eine Möglichkeit. Mehrwertsteuer, lassen wir das weg. Da gibt es unterschiedliche Meinungen auch überall. Aber das wäre eine echte Möglichkeit. Die haben sie leider abgelehnt in den Verhandlungen. Nachhaltige Hilfen für die Unternehmen, wäre das ein Schritt der Soli? Natürlich. Ich sehe es natürlich anders als Herr Ernst. Fast jeder Mittelständler, Handwerker ist ein Personenunternehmen und die sind natürlich betroffen. Das sind genau die 10%. Also wir müssen es für alle abschaffen. Übrigens glaubwürdig, da geht es übrigens auch um Glaubwürdigkeit, gar nicht mehr so um die Steuern selbst, sondern dass die Politik zeigt, wir sind glaubwürdig. Aber nochmal, natürlich brauchen wir das. Ich hätte mir auch ein Vorziehen gewünscht. Gleichzeitig aber diese Flexibilisierung. Und Herr Ernst, vielleicht darf ich das zum Schluss noch sagen.
Mich sprechen die Arbeitnehmer selbst an, die Familien, ja, junge Frauen, junge Männer, die dann, wenn die Kinder jetzt im Bett sind, ja, gerne Homeoffice machen wollen, abends um 8 Uhr, 9 Uhr, bevor sie morgens aufstehen, um 6, 7 Uhr, die Kinder, bevor die Kinder aufstehen, wollen die Erwachsenen sich wieder an den Schreibtisch setzen und Homeoffice machen. Das ist heute verboten, weil wir 11 Stunden Ruhezeit haben. Da wollen sie eine Flexibilisierung. Das sind die Arbeitnehmer selbst, die auf mich zukommen. Und Herr Ernst, da müssen Sie mal vielleicht ein bisschen offener sein. Herr Lienemann, das ist jetzt das Problem, weil das kein Mensch kontrollieren kann. Aber das Problem, ich weiß, was ich meine. Man kann gucken, wann hat er die Tasten bedient. Aber wissen Sie, es gibt Bereiche, da stoßen Sie mit Homeoffice an Grenzen. Sie können an Daimler nicht zu Hause produzieren. Sie können die Zulieferei, der ganzen Maschinenbau, den können Sie nicht zu Hause produzieren. Es gibt Dinge, da geht es. Und wir haben nie was gegen Homeoffice gehabt. Im Gegenteil, wir fördern Homeoffice. Aber wir versuchen, dass wir auch dort die Mitarbeiter über Grenzen der Arbeit schützen. Und das ist wichtig, sonst haben wir hinterher die Kranken, die wir über das Krankensystem versorgen müssen. Zum Abschluss noch eine Frage. Ich habe es 2008, 2009 erlebt. Da hat das gut funktioniert. Warum soll es jetzt nicht funktionieren? Aber von der schwarzen Null ist auf Seiten der Union auch nicht mehr die Rede. Die schwarze Null ist ein Disziplinierungsinstrument für uns Politiker, damit wir mit dem Geld, was wir von den Bürgern bekommen, vernünftig umgehen. Jetzt ist aber ein unvorhersehbares Ereignis eingetreten und deshalb sagt das ja auch die Schuldenbremse. Natürlich muss in so einer Situation von der schwarzen Null Abstand genommen werden, ist doch klar. Der Bundestagspräsident hat mitgeteilt, dass die nächste Sitzungswoche stattfinden soll. Gehen Sie davon aus, Herr Ernst, dass Sie hier anreisen nach Berlin? Ich gehe davon aus, dass ich anreise nach Berlin und ich gehe davon aus, dass der Parlamentsbetrieb auch aufrechterhalten wird. Es kann ja nicht sein, dass wir plötzlich eine Regierung haben ohne Kontrolle. Es ist Aufgabe des Parlaments, sie zu kontrollieren und wir als Opposition legen natürlich großen Wert darauf, dass es auch stattfindet. Das weiß man natürlich nie, weil der Virus hat da das letzte Wort. In der Tat ist das ja auch ein Problem. Wenn über die Hälfte der Abgeordneten betroffen sein sollten, dann ist das ja hier der ganze Laden nicht mehr abstimmungsfähig. Was machen wir dann? Muss weiterlaufen. Sonst muss man einen gemeinsamen Ausschuss oder es muss laufen hier. Also wenn wir nicht, wie man so schön sagt, Last Man Standing sind, wer dann? Also wir sind da auch Vorbild und deswegen kommt es auf uns an, dass wir jetzt nicht auf Veranstaltungen gehen, dass wir soziale Kontakte mit vielen Personen meiden. Ich glaube, das ist jetzt das Gebot der Stunde. Na, es fängt schon an. Hubertus Heil ist der Arbeitsminister, ist mit einer Person in Kontakt gekommen, ist jetzt selber zu Hause. Ich wundere mich ein bisschen, das war schon gestern, dass er nicht einen Test gemacht hat und wir heute schon wissen, wie es ist mit ihm. Aber das geht ja bis in die Regierung rein. Es gibt da auch Vorkehrungen, dass Kanzlerin und Vizekanzler nicht in den gemeinsamen engen Räumlichkeiten sich aufhalten sollen. Hier im Bundestag ist es nicht anders zu machen, wobei es ja viele Empfehlungen gibt. Man soll weit voneinander wegstehen. Ich glaube, wir stehen schon zu nah aneinander. Aber in der Tat, dieses Virus hört ja auch vor einem Politiker nicht auf. Wird das auch Folgen haben für Ihre Wahlkreisarbeit? Da ist ja zum Beispiel Wolfgang Schäuble mit dem Aufruf zu hören, gehen Sie nicht mehr zu allen Veranstaltungen, lassen Sie es mal sein. Ja, ich habe jetzt am Wochenende mehrere Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden werden, auch nächste Woche. Das wird so sein. Allerdings möchte ich auch sagen, der Bundestag und die Abgeordneten hier, die sollten die Letzten sein, die die Arbeit einstellen. Das möchte ich auch noch mal aus meiner Sicht, da bin ich auch nicht mit allen einverstanden in meiner Fraktion, wir sollten die Letzten sein, die da gehen, weil wenn draußen die Leute arbeiten müssen, wenn die in ihre Krankenhäuser gehen, die Kranken versorgen, wenn die Polizei arbeiten muss, dann sollten auch wir die sein, die hier den Betrieb aufrechterhalten. Also auf alle Fälle. Vielen Dank, meine Herren. Sie sind rechtzeitig aus den Fraktionssondersitzungen zu mir gekommen. Das war sehr freundlich von Ihnen. Wir konnten uns über die Problematiken austauschen. In diesen Tagen ist ja nichts normal. Danke, dass Sie da waren. Und es ist in der Tat hier nichts normal, denn heute werden unter anderem auch verschiedene Bundeswehrmandate, die gar nicht vorgesehen waren, zur Verlängerung aufgerufen. Deswegen müssen auch die Oppositionsfraktionen vorher informiert sein, dass die Tagesordnung heute verändert wird.